Jo, was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder zurück. Hier, das ist mein zweites Video auf YouTube. Vielleicht merkt ihr, ich bin gerade etwas gut gelaunt, denn heute gab es Zeugnis und es lief ziemlich gut bei mir. Ich hoffe, bei euch lief es auch gut. Hier im Hintergrund seht ihr ein Gameplay-Video auf der Map Breach. Ich spiele Herrschaft. Ich spiele die HVK mit schnell ziehen, Griff und LV-Visier. Dann habe ich dabei die Drohne, Hater und den Energiekern. So. Das hier ist sogar eine ziemlich spontane, ja, nuklear gewesen, wenn es nuklear geworden ist, weiß ich nicht, sage jetzt nicht. Und halt meine Freunde hatten halt Geist und Raps dabei. Und die haben das, glaube ich, zwei, dreimal erreicht und haben es zwei, dreimal gespielt, weil sie mir nuklear machen lassen wollten. Und die hätten dann nur die Kills geklaut, halt die Raps, die Punkteserien. Und richtig korrekt vor denen. Grüße gehen übrigens raus, danke nochmal, Jungs. Wie ich schon gesagt habe, hier unten welche habe ich dabei von Fritland, zählt ihr später im Stück Scoreboard. Haben wir einfach mal, wollten einfach ganz stille spielen und dann kam ich, ja, ziemlich hoch. Und dann haben sie halt gesagt, ich soll versuchen, nuklear zu spielen. Deswegen habe ich hier vielleicht etwas defensiv gespielt. Die zweite Halbzeit etwas mehr, aber dann zum Schluss, wie es hatte oder auch nicht, ging es halt dann mal wieder richtig ab beim Pushen. So, dann haben wir uns erstmal hier zwei Gegner easy gesnackt, dann erstmal Drohne rausgehauen nach 5 Kills. Dann war der Hater auch schon da. Und dann war es eigentlich leicht, den Rest zu spielen, den Energiekern. So, haben wir uns erstmal den hier geholt. Dann haben wir erstmal Energiekern gehabt und sind wir schon bei Gnadenlos, zum Beispiel bei 10-0. So, dann haben wir uns den nächsten Gegner geholt. Und nur kurz, falls es laggt, es lag nicht am, also an der Xbox von mir, sondern am Internet, am Server, beziehungsweise am Server. Weil später war dann Raps, Hater, Geist, alles draußen und dann ist halt der Server manchmal abgeschmiert und es gab kleine Lags. War aber jetzt nicht so schlimm. So haben wir uns das mit der Drohne wieder gespielt. Ist mein Energiekit rausgehauen und dann gleich auch die Drohne. So. Dann haben wir erstmal C verloren. Haben wir gleich natürlich A eingeobert, dass dann die Gegner, also bei C spawnen und wir bei A, dass wir sehr gut im Spawn halten können. Dann hatten wir eine etwas knappe Situation, aber ich habe natürlich rechtzeitig umgedreht und habe ihn dann auch geholt. Und so sind wir skrupellos bei 15-0. So, da haben wir uns erstmal hier kurz voll veraimt. Und dann haben wir erstmal A eingeobert. Erobert war ich natürlich. Und da war ich kurz zum nächsten Hater, 75 Punkte davor. Dann haben wir uns erstmal den Gegner hier gesnackt. Und jetzt hatten wir auch Hater. Energiekern war auch gleich da. Mit Hater, das ist ja kein Problem. So, dann haben wir erstmal Energiekern das Spiel durch den Assist bekommen. Ja. Jetzt ist mein Energiekern aufgestellt hier. So, da habe ich hier etwas defensiv gespielt. Dann sind wir erstmal ins Wasser, um etwas zu pushen, aber dann kamen da doch ziemlich viele Gegner und dann bin ich hier wieder zurückgegangen. Und da habe ich mir den auch noch geholt hier im Wasser. So, und dann habe ich einen Later ausgepackt. Habe ihn aber doch wieder weggepackt, weil ich lange mit dem gespielt habe. Und ich habe auch gleich verheimt beim ersten Mal und ich wollte nicht sterben, was richtig kacke wäre. Aber mein Teammate hat den Gegner da rechts dann erstmal leicht gesnackt. Und hier den Hater von Cleanfoller spielt, auch ein Kollege von mir in Fritland. Grüße gehen raus übrigens an ihn. So, dann waren wir 65 Punkte vor der Drohne. Erstmal etwas random geschossen. Übrigens, das Ganze ist hier im Kinomodus aufgenommen. Weil, also falls ihr später fragt, es sind halt keine Killcams. Weil es halt sehr spontan war, wie schon gesagt, war gar nicht geplant. Dann erstmal Munition aufgenommen, weil wir keine mehr hatten. So, erstmal Drohne war hier raus. So. Also hatten wir eigentlich sozusagen Dauer-Orbi. Da war es nicht mehr so schwer, zum Nuklear zu spielen. Dann erstmal hier einen Gegner geholt. Dann schon mal rüber unnachgiebig. 20-0 meine ich, ist unabhängig, ja, 20-0. Und hier war es sehr knapp, bin ich fast gestorben. Aber ich dachte mir halt, der Gegner wird wahrscheinlich von da kommen, also erstmal amüsiert und er kam sogar von da. Also habe ich ihn auch easy geholt. So, dann wollte ich hier erstmal nicht challengen, sondern da war nämlich ein Gegner drin, den wollte ich erst rausgehen lassen, aber er kam da nicht. Und dann kam er wieder doch und dann kam er wieder nicht, deswegen habe ich mich mal kurz hier hinter die Ecke gecapt und habe auf ihn gewartet. Dann kam er wieder nicht, etwas komisch. Aber zum Schluss kam er doch raus und ich habe ihn mir kurz geholt. Ja.
Da. Da habe ich gesehen, wir haben B verloren, also bin ich erstmal zu B gepusht. Aber ich kam natürlich Sekunde zu spät und sie haben B erobert, aber es war kein Thema, wir haben sie jetzt sofort zurückerobert. So, also 110 Punkte vom nächsten Hater. Dann haben sie, jetzt haben wir Charlie erobert, nehmen sie natürlich wieder A ein, weil sie dort spawnen. So, dann haben wir die erste Halbzeit gleich mal vorbei, sind schon bei 90. Da hat der Feind erstmal A eingenommen, habe ich vorher bemerkt, was hinter mir gespawnt werden. So, dann erstmal hier ein bisschen rumgepusht. Da hatte ich natürlich nichts draußen, deswegen war ich etwas vorsichtig. Und habe meine Teammates jetzt etwas vorgehen lassen. Hier war es zum Schluss noch ziemlich knapp. Aber ich habe ihn dann noch geholt und somit Hater und Energiekämpfe für die nächste Runde. Für die zweite Halbzeit war nicht. Ja, er spielt. So, dann erstmal, erste Halbzeit war schon mal gut. Ich meine, ich bin auf 22-0. Und ja, starten wir mal in die zweite Halbzeit. So, jetzt erstmal hier A erobert. Mit allen. So, erstmal. Dann erstmal Energiekanne rausgehauen. Und Hater hinterher. Und jetzt habe ich sogar etwas defensiv gespielt, weil ich auch ja etwas. Meine Hände haben etwas gezittert und ich war etwas nervös, sage ich mal so. Weil ich auf ziemlich hoher Streak war und es sind erstmal alle Gegner gestorben von mir und ich wollte nicht challengen, deswegen bin ich lieber zurückgegangen. Und habe hier hinten ein bisschen gechillt. So, hab erstmal mein Teammate hier darum gekümmert, um den Gegner rechts am Wasser. So. Dann erstmal hier ein bisschen gehackt, bis einer kommt, aber da kam keiner. Erstmal ein Hater zerstört, gegart von den Gegnern. Nice, wie immer halt. Dann erstmal ein bisschen vorgepusht. Aber es war dann etwas doch zu riskant, dann bin ich wieder zurück. So, dann haben wir den Gegner erstmal B erobert. Und hier noch einen Gegner erstmal geholt. Der hat mich fast zum Laufen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt haben wir hier nämlich auch schon auf Brutal. Was sehr nice ist. So, 5 Kills, dann hätte ich Nuklear, da war ich schon angespannt, ja. So, dann haben wir erstmal B erobert. Dann wieder ein bisschen gehacklitscht hier. Aber es kam ein Gegner dann ruhig angeschossen. War knapp, dann lief einer von oben runter. Den habe ich erstmal todes gehittet. Ja. Und da wollte ich natürlich, wie es immer so ist, bei Black Ops 3 immer kurz vor Nuklear oder irgendeiner Streak wird man geholt. Ich habe etwas zu heftig gechallenged, muss ich sagen. Ich stand mit dem Raum, da kamen 3 Leute, 2 von vorne, einer von hinten. Habe ich eigentlich gewusst, ich hätte vorher rausgehen sollen. War meine Schuld, war aber auch nicht schlimm. Also aber jetzt habe ich hier am Schluss richtig, bin ich richtig rumgerusht. Und wollte auch den zweiten Hater und Energiekanne spielen. Und jetzt haben auch meine Freunde alle Streaks rausgehauen. Raps, Guys, 2-mal jeweils. Sie hätten es sogar beide 4-mal. Aber sie haben es überspielt, wie schon erwähnt, damit ich Nuklear spielen kann. Richtig korrekt nochmal. So, da haben wir erstmal alles raus. Jetzt hat es aber auch dann am Schluss ein bisschen geleckt, weil alles draußen war. Jetzt haben wir uns erstmal A erobert, damit es schneller geht, damit alle 3 Flaggen sind. Was aber auch nicht so schlau war, weil dann die Gegner richtig komisch spawnen, wenn alle Flaggen erobert sind. Die spawnen dann in irgendwelchen Orten. Ich sag mal so, am Arsch der Welt dann. Hinter dir, vor dir, ist dann richtig kacke. So, erstmal B verteidigt. Hat es ein bisschen geleckt. Dann erstmal hier Drohne rausgehauen. So. Dann erstmal hier vorgepusht. Und hab mir erstmal hier einen Typen, der auf Karum stand, gesnackt. Hier einfach schnell geholt. Killer bestaubt. Easy Kill, meine ich. So, und jetzt bin ich mir hin und her gelaufen. Dass halt irgendwo mal ein Gegner kommt. Dann haben wir uns hier den nächsten geholt. Ja. Dann erstmal hier knappe Sache, aber bin gut rausgekommen. Der ist mir Ende later ausgepackt, erstmal verheimt, aber dann doch getroffen. So, dann sind wir wieder in die Mitte gepusht. So. Dann haben wir da hin und her geschaut, dass keiner kommt. Ich habe gemeint, ich spawn bei A, weil da keiner war, aber mal wieder spawnt und nicht, spawnt irgendwo anders. Richtig logisch. Hier hat es dann hin und wieder geleckt, das hat schon kurz aufgeregt, aber es ging dann wieder. Dann erstmal hier einen Gegner geholt mit Ende later. Dann erstmal oben random reingeschossen, weil ich dachte, da wäre einer. So,
zwar, dann wollte ich C verteidigen, aber wurde schon verteidigt von einem Teammate. Dann habe ich irgendwie erst jetzt geschnallt, dass ich nur einen Schuss hatte, habe erstmal nachgeladen. Das erstmal rumgebackt, was mich geleckt hat. So, dann erstmal natürlich ins Haus gelaufen. Ja. Dann hier ein bisschen wieder B erobert. So, ich war 95 vor Hater. Aber hier habe ich dann etwas zu hart gepusht und gechallenged und bin halt dann gestorben. Belastend, aber das war eigentlich auch schon am Schluss egal, weil es eh schon 192 stand zu 35. So, hier jetzt dann auch kurz gedeckt. So, ja. Und das, ich glaube, ich habe, nee, ich habe keinen Klick gemacht, also das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, ihr könnt gerne Like da lassen und ein Abo, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Hier seht ihr den Score, 52 zu 14, 32 zu 3, 49 zu 9. Alle Grüße gehen an die Jungs raus. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Jungs. Ciao.